Also aktuell ist bei der Feuerwehr Köln, reden wir von 296 Einsätzen, die bis heute 7:30 gelaufen sind. Davon sind 247 Rettungsdiensteinsätze. Wir bewegen uns beim 11.11. auf einem normalen Niveau. Wir haben gut vorbereitet, wir haben gut Einsatzkräfte aufgestellt, sodass jeder Hilfesuchende auch bei uns Hilfe bekommt. Bis jetzt können wir vom Glück sagen, dass es keine Schwerverletzten gegeben hat. Allerdings waren zwei Personen, wollten über einen Bauzaun, also quasi die Absperrung, umgehen und wollten über den Bauzaun gehen und sind dann jeweils mit ihren E-Ringen oder mit ihren Ringen an den Fingern hängen geblieben. Beide wurden von uns mit der technischen Hilfeleistung befreit und anschließend den Rettungsdienst übergeben. Es gab aber keine weiteren schweren Verletzungen. Also wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Wir haben also auch wirklich schon seit Jahren ein bewährtes System aufgestellt. Wir haben es auch dieses Jahr nochmal überprüft aufgrund des Tages, aufgrund der Jahreszeiten, aufgrund der 2 Jahre Corona-bedingten Ausfall von Karneval. Wir haben uns aufgestellt, dass wir die Leitstellen, die Disponenten, die Notrufabnehmer erhöht haben. Wir haben unsere Rettungsmittelvorhaltung erhöht. Wir haben unsere Feuerwehrmittel erhöht, sodass wir auch hier jederzeit jeden Hilfesuchenden rechtzeitig Hilfe zuteilen können.